Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe mir heute mal vorgenommen, dass ich mal ein Verhalten von Hunden, was mir ganz oft halt begegnet und was ganz oft von Leuten auch nachgefragt wird, beschreiben möchte. Und zwar Hunde, die ein Problem haben, Autorität anzuerkennen. Das hat jeder bestimmt schon mal erlebt. Hunde, die auch selbst, wenn sie mal dann korrigiert werden, einfach nur noch weiter frech reagieren, die Besitzer anbellen, anspringen, sich überhaupt nicht beruhigen lassen. Das ist ein Problem, dessen Lösung ich mit Ria nicht vormachen kann. Sie ist zwar ein selbstbewusster Hund, aber wenn sie merkt, dass ich sauer bin, dann akzeptiert sie das schon. Und ich denke, man muss dafür ja Hunde nehmen, wo sich dann die Leute, die auch so ein Problem haben, drin wiederfinden. Ne? Wenn ich jetzt einen artigen Hund neben mir sitzen habe, dann hilft das den Leuten ja gar nicht. So, ich habe ja dadurch, dass ich auch eine Pension betreibe, immer mal wieder mit solchen Hunden auch zu tun und muss dafür Ordnung sorgen, weil es sonst sich auch aufs weitere Rudel drauf auswirkt. Und das wollte ich heute mal mit dir durchleben, sozusagen, dass du mal dabei bist. Ich habe gerade einen Hund da, das müsste jetzt eigentlich ganz gut passen, dass man da was vormachen kann. Wie man das schafft, dass man autoritär ist, dass der Hund einem das auch glaubt. Und bestimmt kann ich anlässlich von Finn dann zeigen, wie es halt auch nicht funktioniert. Wenn man nämlich einfach sich selber auch genauso mit aufregt wie der Hund und nachher bloß noch zornig ist und total genervt, weil dann funktioniert halt überhaupt nichts mehr. Ne? Das habe ich jetzt heute mit dir vor. Bin gespannt, was sich selber so entwickelt, weil planen kann man das nicht. Das ist ja gerade das Lustige an unseren Videos, dass wir das wirklich live dabei machen und was sich halt entwickelt, das filmen wir. Schauen wir mal, was sich da gleich ereignen wird. Ein riesengroßes Thema. Wie strahle ich jetzt Autorität aus? Wie bin ich der Chef, der Boss? Wie muss ich mich verhalten, dass ich es bin? Ich weiß nicht, man kann viel lernen. Das ist er übrigens. Man kann viel lernen, aber man kann bei Hunden nicht so tun, als wäre man jetzt der Chef durch meinetwegen das Anwenden von gewissen Körperhaltungen oder sonst irgendwie. Wenn man das nicht fühlt, wenn man nicht authentisch ist, wird einem der Hund das nicht glauben und wird sofort also mit einem Seitenblick wissen, naja, das ist ja schauspielerische Leistung, okay, aber interessiert mich nicht. Ich bin mir sicher, dass der Finn mir den Gefallen tut, dass er hier alle Register zieht und dass die Leute, die vielleicht so einen Hund zu Hause haben, sich auch wiedererkennen. Es ist ab einem gewissen Alter natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn der das schon jetzt seit einem Jahr so zu Hause auch machen darf, dann ändere ich diesen Hund natürlich auch nicht innerhalb von einem Tag oder so. Das wäre ja Quatsch. Deswegen funktionieren gewisse Fernsehsendungen auch nicht immer so, dass man jetzt sagen kann, ich bin begeistert, weil das dauert. Das geht nicht innerhalb von Stunden oder Tagen. Das dauert wirklich, bis so ein Fehlverhalten weg ist. Manchmal ist es auch wirklich, weil der Hund einfach, naja, aufgrund seiner Eltern oder, ja, es sind ja dann die Eltern, aufgrund der Haltung natürlich auch ganz, ganz, ganz doll einfach so ein aufgeregtes Wesen hat. Manchmal sind es auch tatsächlich medizinische Gründe, die dazu führen, dass der Hund sich einfach nicht beruhigen kann, nicht entspannen kann. Aber der Halter hat natürlich schon ganz, ganz viel Einfluss darauf, wie der Hund sich von seinem Verhalten her dann zeigt. Jetzt ist es so, wenn man der Chef sein möchte, sage ich meinen Kunden immer, überleg mal, was für dich jetzt ein guter Menschenchef wäre. Also wenn du jetzt Angestellter bist, bei welchem Typ Mensch würdest du dich gut aufgehoben fühlen? Bestimmt nicht bei einem, der ständig dich kontrolliert, der ständig dir über die Schulter schaut, wo du ständig da eben die Blicke im Nacken spürst, der nie lobt, der immer nur kritisiert, der vielleicht bei einem Fehler passieren rumschreit und rumbrüllt. Man wird unzufrieden, man wird einfach so, man sieht es dann nicht ein, man wird auch bockig eigentlich so, ne? weil man dann gegen angeht und man fühlt sich ungerecht behandelt. So, ein Hund ist kein Mensch, das ist ganz klar, aber die Regeln für einen guten Rudelführer, also für solche Eigenschaften, die sind bei Hunden eigentlich gleich. Also nicht der alles gleich zerlegen möchte, ist der Chef ist, sondern der wird früher oder später in einem Rudel, das ergibt sich gar nicht, das findet da gar nicht statt. Das sind Prozesse, die da ablaufen, er wird mit seiner Taktik, meinetwegen alles umlegen zu wollen, einfach nicht weit kommen. So.
Es gibt da also untersuchte natürliche Wolfsrudel, also wirklich irgendwo in den Highlands von, was weiß ich denn, Kanada, Alaska. Nachgewiesenermaßen ganz häufig Rudelchefs, also die Alpha, das Alpha-Pärchen, die noch nie in irgendeine große Schlägerei gekommen sind, also von wegen, ich muss jemanden umbringen, dass der mich ernst nimmt oder so. Gerade das ist ja der Witz, man muss nicht kämpfen. Wenn ich jetzt erst kämpfen muss mit dem Hund, damit der sich beruhigt, dann habe ich doch schon die Arschkarte abonniert. Also das kann doch nicht funktionieren. Ich würde mich auch nicht ernst nehmen. Ich würde warten, bis ich vielleicht dann nicht mehr so bis mein ach so toller Chef dann nicht mehr so aufpasst und dann würde ich es doch machen. Das kommt durch diese, eine ruhige, überlegene Art, die mit Sicherheit nichts mit Schreien zu tun hat. Manchmal muss man vielleicht auch mal kurz mal so, ey, laut werden. Aber ich kriege den Hund nur, indem ich ihm zeige, dass er mit seinem aufsässigen Verhalten bei mir überhaupt nichts erreicht. Und ich darf ihn nicht versuchen zu korrigieren, wenn ich keine Chance dazu habe. Wenn er zum Beispiel immer wegspringen kann und mich verarschen kann. Ich bin nicht so schnell wie der Hund, ich kann ihn nicht erwischen, aber... Genau das passiert oft bei den verzweifelten Hundebesitzern, weil die sind verzweifelt, die wissen nicht, wie kriege ich jetzt dieses Teil ruhig, ne? Weil man hat ja auch im Tagesablauf noch ein bisschen was anderes zu tun, wie sich um den hier aufsässigen Hund zu kümmern, ne? Kinder, Arbeit, Beruf, Geld, andere Sorgen, was weiß ich. Und dann funktioniert es nicht. Dann ist es manchmal sogar besser, wenn man sagt, dass man geeignetere Besitzer für den Hund findet, als dass man sich jetzt wirklich eigentlich ja sogar gegenseitig das Leben zur Hölle macht über Jahre. Ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Finn ist mit Sicherheit bereit. Ich mache jetzt erstmal die Variante A, wie es nicht sein sollte. Ich versuche ihn ruhig zu kriegen dadurch, dass ich mich auch aufrege, dadurch, dass er es schafft, mich anzustecken. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht findet sich der eine oder andere jetzt dann gleich wieder. Okay, ich hole den Teufel mal raus. Er will nichts von mir. Er fände mich vielleicht jetzt praktisch, wenn ich ihm jetzt irgendwie was schmeiße oder irgendwie sowas. Aber er hält immer Abstand zu mir, pinkelt jetzt sogar auf den Ball drauf, der Depp. Wenn ich jetzt was von ihm wollte, dann wird er halt nur weiter zurückspringen und wird mich da veräppeln. Mal gucken, was passiert. Komm mal her. Geht so. Sitz. Der Ball ist interessant. Ich bin überhaupt nicht interessant. Der macht bloß Sitz, weil er meint, dass er den Ball dann kriegt. Ich meine, ist auch oft eine gewünschte Verhaltenskette. Aber du siehst, also ich bin total unwichtig. Wenn ich jetzt irgendwas von ihm wollte, wird er halt abhauen und wird mich ignorieren. Wenn ich jetzt hinterhergehe, gehst du her. Hörst du jetzt aber mal gut hier. Kommst du jetzt her? Gehst du jetzt? Ich muss selber lachen, weil ich mich sonst so nie verhalten würde. Aber du siehst, dass er jetzt da mal die Öhrchen anlegt und sagt, okay, ich gehe her. Das passiert bei ihm natürlich nicht, weil muss er noch nie. Ne? Scheiße? Alles gut. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal fließend in Variante B über, so wie ich das eigentlich mag. Ich lasse die anderen mit dazu. Ganz andere Hundetypen, Lotta, Spinone, ganz jung noch, ganz lieb, Fixie, kastrierter Labradorrüde, ganz lieb. Paul hat immer ein Problem, wenn er irgendwas sieht, was er vorher noch nicht gesehen hat, typisch Beagle. Ne? Und Dusty, auch ganz lieb, gut zu haben auf alle Fälle. Die berühmte Schüttelflasche. Das vielleicht noch zur Variante A. Wird oft hergenommen,
jetzt, um meinen Hund vielleicht auf Entfernung doch noch irgendwie davon zu überzeugen, dass er jetzt den Scheiß lässt, den er gerade macht, führt beim Finn dazu, dass er sich freut, dass ihm was geworfen wird. Selbst wenn man ihn jetzt damit treffen würde, würde er sich jetzt das Ding schnappen und würde vor einem wegrennen. Es ist alles Quatsch. So, Variante B. Die können mich alle nicht nervös machen, weil, warum? Ne? So, alles gut, ne? Fixi. Ich verhalte mich so, als wäre ich, naja, ganz normal halt, ne? Ich muss mich doch nicht verändern, bloß damit die mich akzeptieren. Wenn ich jetzt bei den anderen hier Eindruck machen wollte oder so, bräuchte ich jetzt bloß so, ey, solche Sachen machen, gehen die sofort rückwärts. Aber das würde bei Finn nicht passieren. So. Ruhig, fein. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das schaffen, dass ich einen Hund sinnvoll korrigiere. Hey, ist das? Interessiert ihn überhaupt nicht. Ne? Ich mache dem jetzt eine Leine drum, das ist nämlich das Einzige, was hilft. Wenn ich es schaffe. Es ist ihm jetzt durchaus bewusst, dass er nicht weg kann. Aber sein aufsässiges Verhalten, was er jetzt gerade eigentlich gar nicht so schön gezeigt hat, wie er es schon mal gemacht hat, er ist aber schon auch eine Woche da, ist sofort weg. Mein Verhalten mit ihm ist ruhig, weil ich mir denke, meine Güte, der Hund kann ja überhaupt nichts dafür. Der ist ja nur, ist ja ein Produkt seiner Erziehung oder auch halt nicht vorhandenen Erziehung. Der macht das ja nicht, um mich zu ärgern. Der kommt ja nicht auf die Welt und sagt, wenn ich bei Steffi in der Pension bin, dann geht's aber ab. Ey. Ne? Dieser ruhige Umgang und der Schlüssel, wenn ich jetzt einen Hund, der aufgeregt ist, und das ist er mal definitiv, ruhig kriegen möchte, geht das nicht anders als über Unterordnungsübungen. Und zwar keine mit Leckerchen, natürlich nicht, weil damit bestätige ich ja sein forderndes Verhalten und Wesen, was er hat, sondern über Unterordnung, die ich von ihm tatsächlich verlange. Da geht es nicht um Sitz und um Platz, dass er das, was ich wie oft macht, sondern dass er es macht, weil ich das will und nicht, weil ich jetzt irgendwelche Kekse oder weil ich ein Spielzeug zu bieten habe, weil genau das ist ja gerade der Clou. Er soll das machen, weil ich das will. So fein. Und Fixi macht dann immer mit, das ist ganz niedlich. Komm. Sitz. Gut. Der kann mich nicht nervös machen. Ich habe ja alle Mittel in der Hand. So, und so musst du das auch machen, falls du jetzt sagst, Hilfe, mein Hund reagiert auch oft so, wenn ich was von dem möchte, dass er einfach dann aufsässig wird. Schnapp ihn dir an der Leine. Versuch nicht immer, den zu kriegen, wenn er meinetwegen 1000 Quadratmeter Garten zum Rennen hat. Das ist doch sinnlos. Der merkt doch dann, wie er dich dann verarschen kann. Darfst du nicht machen. Ich habe den Hund vorher an der Leine. Fertig ab. Okay, geh. So, ich lasse auch gerne mal so einen 3 Meter Leine einfach mitschleifen, wenn ich jetzt einen Hund wieder zum Resozialisieren, wie soll man so schön sagen, bekomme. Weil der darf nicht das Gefühl kriegen, dass er mich verarschen kann. Und dafür habe ich ja meine Gehirnzellen, dass ich mir da einen Plan mache, wie ich das schaffen kann. Ne? So. Und alles Hunde, die sich überhaupt nicht kennen, die sind jetzt frei zusammengewürfelt seit, wie lange bist du da? Seit 3 Tagen oder was? Und es geht. So, jetzt hat er noch mal kurz überlegt. Doof ist der Finn aber natürlich nicht. Der hat das schon gemerkt, dass es jetzt was anderes ist, weil ich jetzt nicht ihn fangen muss oder in irgendeiner Form, sondern ich kann einfach mal so auf die Leine drauf treten und dann habe ich ihn. Und dann kann er nichts mehr machen und ich muss nicht kämpfen in dem Sinne. Man sieht jetzt sofort auch von der Körperhaltung und sowas. Jetzt gefällt er mir schon besser. Weil er einfach jetzt ruhiger ist. Ne? Ich brauche jetzt überhaupt nichts sagen, nichts machen. Er gibt sich jetzt für seine Verhältnisse wirklich Mühe, dass er mir nicht auf den Keks geht. So, Unterordnungsübungen jetzt mit mehreren Hunden, die da rumhopsen, ist ja so richtig sinnig nicht. Aber ich finde das gut, dass er es jetzt trotzdem macht. Ne? So, und wenn er jetzt so ruhig ist, dann lasse ich ihn wieder laufen. Sitz. Gut. Okay. Ne? Dann ist nichts Besonderes dabei. Ich sage bestimmt auch nicht super, prima oder sonst wie was. Finn interessiert sich jetzt auch. Der hat mich
Der hat mich also die ersten zwei Tage hat er mir einmal die Tür vor die Nase gehauen. Vor lauter, ich will raus, ich will raus. Jetzt ist das alles schon ganz gut. So, und so wünsche ich mir das, wenn ich jetzt in der Pension unterwegs bin, dass die Hunde, die sollen sich bitte zu mir freuen und die werden auch bitte immer gerne gestreichelt. Aber ich mag nicht angesprungen werden. Und das müssen sie akzeptieren. Weil ich denke mir, welcher Hundebesitzer mag das? Dass man ständig aussieht wie so ein Schleimbolzen. Psst. Hey. Das war jetzt vielleicht gar nicht schlecht. Von wegen mein Clint Eastwood, ey. Was ist, habe ich jetzt so genannt. Kommt eigentlich immer ganz gut rüber, weil wenn ich den jetzt angeschrien hätte, lässt du das jetzt sein oder was, was ich denn? Wie gesagt, souverän ist anders. Ne? So, wenn ich das jetzt so hinkriegen möchte, dann muss das auch bedeuten, dass ich auch wirklich diese innerliche Ruhe habe. Wenn ich jetzt einen stressigen Job habe, überhaupt einen stressigen Tagesablauf, komme von der Arbeit wieder, bin grottengenervt und will dann noch was mit dem Hund machen, also etwas Sinnvolles machen. Vergiss es, das funktioniert überhaupt nicht, das geht nicht. Das funktioniert nur, wenn ich es wirklich bin. Ich kann nicht so tun, als wäre ich jetzt super locker, weil wenn ich es nicht bin, verhalte ich mich nicht so. Muss immer authentisch sein. Bei Menschen kann man was vormachen, bei Hunden kannst du es nicht. Aber nichts mit Aufregung. Gerade wenn ich jetzt so einen Rudel leite und lenken möchte, darf ich keinen bevorzugen. Ich darf keinen gesondert behandeln, weil das einige Hunde, die werden dann so ein bisschen stressig. Die mögen dann die Aufmerksamkeit lieber wie die anderen und dann kann es sein, dass sie deswegen da so anfangen zu streiten oder so. Muss man vermeiden. Ne? Gut. So, das sind vom Verhalten her alles entspannte Hunde. Und solange das nicht so aussieht, kann ich nicht anfangen, sinnig mit dem Hund zu trainieren. Sau ungünstig jetzt. Genau das ist das, was ich meine. Freund! Hier. Komm her. Komm her hier. Sitz. Lass es sein. Blöd. Okay? Warte. Okay. Jetzt als Schlusswort zum Sprechen. Da fängt er damit an. Klar, dann passt ihm das nicht so ganz, dass die anderen da Aufmerksamkeit kriegen. Hat er uns den Gefallen doch noch getan. Einen aufgeregten Hund zu ändern, das funktioniert nicht mit Hilfsmitteln. Das funktioniert nicht, wenn man jetzt sagt, der ist so aufgeregt, ich krieg den nicht kontrolliert an der Leine oder was weiß ich. Ich mache dem jetzt einen Halti drum oder vielleicht sogar noch schlimmere Halsbandvarianten oder irgendwie so. Oder vielleicht einen aufgeregten Hund noch aufgeregter machen durch Agility, Dog Dance, was weiß ich denn, Bällchen holen, bis der Arzt kommt. Sondern ich muss den erstmal runterfahren. Der muss erstmal wieder auf den Teppich zurück. Funktioniert meistens nicht, wenn die Besitzer das selber machen sollen, weil die sich halt nicht ändern. Wenn ich keinen Einfluss mehr auf sie habe, wenn die wieder nach Hause gegangen sind, dann werden die sich nicht so ändern, dass der Hund sich auch ändern würde. Deswegen ist manchmal besser ein Aufenthalt, sagen wir mal, zwischen normalen Hunden, also ich halte euch jetzt für normal, dass er runterfahren kann, dass er wirklich sich wirklich einfach beruhigt und auch mal das so hat, dass er nur also entspannt in der Sonne rumliegt und nichts macht. Weil dieses sich entspannen können ist eigentlich die Lösung gegen ganz, ganz viele Probleme. So, ich lasse die jetzt erstmal hier wieder in der Sonne liegen, dann gehe ich raus und dann erzähle ich dir noch ein bisschen was über die sogenannten ach so tollen Hilfsmittel. Ich hoffe, die Bilder haben dir weitergeholfen. Ich versuche jetzt noch ein paar Worte dazu zu sagen. Wenn der Hund noch so
also so aufgeregt ist und so, also wirklich so eigentlich sich von jedem, von allem, was er jetzt vielleicht sieht, hört oder riecht, sofort ablenken lässt von mir, ist er noch nicht so weit, dass man mit ihm sinnvoll tatsächlich arbeiten kann. Das ist ganz wichtig. Und das löse ich, wie ich das gerade schon angefangen habe zu erzählen, nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Es geht nicht, dass ich einem super aufgeregten Hund jetzt meinetwegen eine Koralle, also so ein Dressurhalsband umbinde und nach dem Motto so, jetzt zeige ich dir das aber, was da los ist. Sondern dann kommt es ja wieder nicht von mir, sondern dann ist es ein Hilfsmittel, was ich benutze, was den Hund vielleicht wirklich auch dann einschüchtert, aber dann wirkt das halt nur, wenn er das Ding umhat. Und das ist nicht der Weg. Es geht immer darum, den Hund erstmal zu entspannen. Der muss ruhig sein, der soll nicht mehr fordern. Das ist das, was man ändern muss. Und wenn man das geschafft hat, und das geht meistens sogar ziemlich schnell, aber wie gesagt, manchmal nicht, wenn die Besitzer das selber machen sollen, weil die sich halt doch nicht so umstellen, wie das erforderlich wäre. Und wenn der Hund bereit ist, mitzumachen, wenn er auch wirklich mal da sitzt und die Öhrchen so, die Öhrchen anlegt und einfach nicht mehr fordert, dann kann ich mit ihm was machen. Wenn das noch so ist, muss ich wirklich erstmal sehen, dass der Hund sich runterfährt. Und da hilft kein Schreien, kein Schimpfen, auch nicht irgendwie, was weiß ich denn, Verzweiflung, du Sau, Leinenruck, keine Ahnung. Weil wie gesagt, ich bin da nicht die Autorität. Wenn ich es nötig habe zu schreien, bin ich noch nicht der Chef. Auch dieser Trugschluss, wenn ich jetzt einen aufgedrehten Hund habe, ich müsste den erstmal auspowern lassen. Also ich muss den, dass der wirklich mal einfach nicht mehr kann, dass er rein körperlich nicht mehr kann, weil er einfach total platt ist. Durch, was weiß ich denn, 100 geschmissene Tennisbälle, Wiese rauf und runter, Fahrradfahren, dass der wirklich den Pläscher da bis zum Boden runterhängen hat. Leute, das funktioniert nicht, weil der Hund ist dann, der wird immer trainierter, also der kann immer mehr Bälle apportieren ab, der kann immer mehr Kilometer ab, aber er ist deswegen immer noch nicht ruhig. Ne? Was solche Hunde brauchen, ist bestimmt nicht Agility oder sonst irgendwie was, weil sie dann einfach noch aufgeregter werden und durch ihr forderndes Verhalten auch immer noch wieder belohnt werden, sondern ruhige Kisten. Wenn Fahrradfahren, dann bei so einem großen Hund wie dem Finn, meinetwegen bei 12, 14 km/h, so lockeres Traben. Denk mal immer selber an dich. Also gut, bei mir ist Joggen auch schon ein bisschen länger her, aber ich kann mich erinnern, wenn es dann nicht mehr wehtut und man läuft einfach so vor sich hin, ist das eine sehr entspannende Geschichte. Wenn du 400 Meter läufst, fällst du halb tot ins Ziel. Ist das sinnig für einen Hund, der aufgeregt ist? Beantworte dir selber die Frage. Nein, kommt dabei raus. Ist nicht sinnig. So, und er muss einfach lernen, dass ich Sachen von ihm verlange und dass ich die auch unter allen Umständen durchsetze. Dazu muss ich mich selber immer unter Kontrolle haben. Ich darf nie ausflippen, mir reicht's jetzt, verdammte Kacke, sondern ich muss immer das Zepter in der Hand halten und ich muss einfach der ruhige, souveräne Chef sein. Und das bin ich nicht, wenn ich rumschreie, wenn ich vielleicht sogar irgendwie körperliche Maßnahmen anwende, weil mir nichts Besseres mehr einfällt. Ne? Nimm von diesem Video mit, wenn du einen aufgeregten Hund hast, die Lösung für das Problem liegt nicht darin, mit dem noch aufgeregtere Sachen zu machen, weil es bestätigt ihn nur in seinem triebigen, fordernden Verhalten. Das darfst du nicht tun. Die Lösung ist, mit ihm ruhigen Umgang zu pflegen, ruhiges Auslaufen und nicht vergessen die Unterordnung. Und zwar Unterordnung im wörtlichen Sinne. Nicht erreicht durch körperliche Einwirkung oder so, sondern durch einfach dieses autoritäre Auftreten, was ich meinem Hund gegenüber habe. Aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Hunde wollen einfach nur wissen, woran sie sind. Die wollen einfach wissen, was sind meine Regeln, was darf ich nicht. Und wenn die das wissen, dann verhalten sie sich ruhig, dann liegen sie auch einfach mal rum. Weil das ist ja ein Trugschluss, das oder eine falsche Einstellung, dass man sagt, der Hund, der muss immer beschäftigt werden. Das muss er überhaupt nicht. Wenn Wölfe satt sind, dann liegen die rum. Da geht doch keiner jetzt und sagt von wegen, ey Jungs, wir müssen joggen gehen, weil wir müssen was tun für unsere körperliche Ertüchtigung. So ein Blödsinn. Sondern was nötig ist, das. Und was du als Besitzer bieten kannst. Ne? Der Hund stellt sich auf dich ein. Der hat doch keine andere Wahl. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Solange er halt das bekommt, was er braucht. Aber zu viel ist meistens genau das Falsche. Ne?
der muss noch mal raus, der ist noch nicht ruhig, der muss sich noch mal auspowern. Das stimmt nicht. Ne? Du musst diesen ruhigen Umgang mit ihm pflegen und dann stellt sich der Hund wirklich fast von alleine um. Ich fand es heute mal wichtig, so ein Thema anzusprechen, weil ich das wirklich täglich erlebe. Und ich hoffe, ich konnte dir dabei jetzt helfen, vielleicht einfach mal, dass man eine andere Sichtweise bekommt zu diesem Thema. Den Hund nicht verteufelt, weil er sich so verhält, sondern einfach mal nach der Ursache forscht und nach der Ursache fragt. Und in den meisten Fällen ist es vielleicht natürlich auch die Zucht von dem Hund, aber der Besitzer muss sich selber ans Hirn langen. Ne? Der Hund macht nichts, um einen zu ärgern oder sowas. Das ist ein Produkt seiner Erziehung bzw. seiner nicht vorhandenen Erziehung. Und das kann man ändern, definitiv. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Ansonsten wünsche ich allen anderen, die vielleicht nicht von diesem Problem betroffen sind, dass sie weiterhin Spaß haben mit ihrem Hund, dass sie vielleicht wieder was dazugelernt haben. Bleib dabei. Ich freue mich über jedes Like, was ich von dir bekomme. Abonniere gerne meinen Kanal, weil das ist eine Riesenerfahrung für mich, dass ich jetzt zu Leuten sprechen kann, die ich ja sonst niemals treffen würde. Und das freut mich ungemein, dass ihr meine Videos so gerne mögt und soll weitergehen und Themen gehen ja nicht aus. Also da fällt mir sicherlich wieder was Neues ein. Sei gespannt drauf, kommt bestimmt jetzt demnächst wieder ein neues Video. Insofern schönen Tag noch. Vielen Dank, dass du zugeguckt hast und wir sehen uns. Ciao, deine Steffi. Sie brauchen persönliche Unterstützung von Steffi? Dann vereinbaren Sie doch jetzt ein Probetraining. Rufen Sie an unter 0163 7983 742 oder klicken Sie jetzt auf den Button direkt ins Video und füllen Sie einfach das Formular auf der Webseite aus. Und schon bald ist Ihr Hund ein Top-Begleiter.